Du willst wissen, wie du einen Fennec in Rocket League Sideswipe bekommen kannst? Dann bist du in dem Video genau richtig. Leute, ich glaube, ich muss einfach mal Danke sagen. Danke für euren geisteskranken Support in letzter Zeit. Die Videos gehen komplett durch die Decke. Ihr lasst so viel Likes, so viel Supporter. Ihr schreibt so viele geile, nette Kommentare. Leute, es ist einfach unglaublich schön, eure Kommentare zu lesen. Es ist so oft lesig. Yo, ich habe mir wegen dir Rocket League Sideswipe geholt. Das ist das geilste Spiel, was ich je gezockt habe. Und das ist einfach geil, weil wir haben zusammen eine richtig geile Rocket League Sideswipe Community aufgebaut. Und Leute, das soll in nächster Zeit nicht aufhören. Wir wollen eine immer größer werdende Rocket League Sideswipe Community aufbauen. Deswegen Leute, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, macht es super gerne, empfehlt den Kanal auch super gerne euren Freunden weiter. Unser Ziel für dieses Jahr sind wie gesagt die 6500 Abonnenten. Vielleicht schaffen wir sie noch. Leute, mit eurem Support ist auf jeden Fall drin. Deswegen Leute, um den Algorithmus ein bisschen zu pushen, lasst auf jeden Fall den YouTube-Video einen Daumen nach oben da und aktiviert unbedingt die Glocke, um kein geiles Tipp- und Trick-Video mehr zu verpassen. Aber ich würde sagen, Freunde, wir quatschen gar nicht lange drumherum. Genug geschleimt und ich würde sagen, wir gehen direkt rein mit dem Video. So Leute, die neue Season in Rocket League Sideswipe ist draußen. Das heißt, ich habe auch schon ordentlich gegrindet. Wir sind im Rocket Pass schon Level 19 und ich will da auch ein fettes Video bringen, wo ich bis Level 50 alle Sachen im Rocket Pass öffne. Das heißt, alle Goldgeschenke will ich alles in einem Video öffnen. Deswegen, Leute, da habe ich richtig Bock drauf. Darum soll es aber heute nicht gehen. Heute geht es darum, wie bekommt man einen Fennec in Rocket League Sideswipe. Und zwar muss ich euch erstmal dafür erzählen, es kamen so oft Leute in meinen Stream und haben gesagt, oh mein Gott, mein Gegner hatte einen Fennec. Oh mein Gott, ich habe gerade einen Fennec gezogen. Oh mein Gott, Fennec. Alle wollten unbedingt einen Fennec haben. Darum geht's, um das Ganze mal zusammenzufassen. Jeder hat mich gefragt, kann man einen Fennec bekommen? Clash Dogs, yo, kann man eigentlich einen Fennec bekommen? Viele haben dann auch geschrieben, yo, Clash, ich habe einen Fennec. Dann habe ich gesagt, yo, schick mir gerne ein Insta-Bild davon. Und dann haben sie nie eins geschickt. Das Problem ist, Leute, ganz einfach gesagt, man kann bis jetzt leider noch keinen Fennec in Rocket League Zeit zu ziehen. Ich war mir immer sicher, dass man aus den geheimen Items ja sowieso nicht. Hier sieht man ja ganz genau aufgelistet, welche Items man ziehen kann. Zurzeit im Itemshop ist auch kein Fennec. Das heißt, wir können aus dem Itemshop auch keinen bekommen. Die einzige Möglichkeit, woraus man die ziehen könnte, wären die Bronzegeschenke, die Silbergeschenke und die Goldgeschenke. Das wäre die einzige Möglichkeit, einen Fennec zu ziehen. Dadurch aber, dass es folgendermaßen ist, dass ich denke, dass der Fennec genauso wie der Dominus ein Schwarzmarkt-Item sein wird. Das heißt, der Dominus ist ein Schwarzmarkt-Item. Deswegen denke ich auch, dass der Fennec ein Schwarzmarkt-Item sein wird. Dass man den einfach bis jetzt noch nicht ziehen kann. Und dass er vielleicht im nächsten Rocket Pass erst reinkommt. Oder irgendwann hier in den Item-Shop. Ich glaube aber nicht, dass man den einfach so aus irgendeiner Truhe ziehen kann. Weil ich habe bis jetzt noch nie einen YouTuber, noch nie einen Streamer, noch nie einen Zuschauer gesehen, der den Fennec hat. Jetzt fragt ihr euch natürlich, hä? Aber ich habe doch schon... Hey Clash Dogs, aber ich habe doch schon gegen Fennec im Game gespielt. Ja, das habt ihr. Aber wenn ihr mal überlegt, wann das war ganz am Anfang vom Rocket League. Also als ihr euch das geholt habt, wo ihr noch ranglos war. Und gegen was spielt man da? Man spielt gegen Bots. Das heißt, die Bots haben natürlich schon alle Autos. Die haben Fennec. Das heißt, wenn ihr gegen den Fennec spielt, ist es meistens ein Bot. Die haben auch schon Dueling Dragons als Boost und alles. Ich war letzte Season Level 69 oder so und bin jetzt auch schon wieder Level 19 in der neuen Season. Und ich habe nicht ein einziges Mal auf meiner Elo einen Fennec gesehen. Einfach weil man ab einer bestimmten Elo nicht mehr gegen Bots spielt. Und dann ist es klar, dass keiner einen Fennec hat. Keiner hat Dueling Dragons. Keiner hat so... Es gab auch schon letzte Season richtige Leute. Nein, es waren keine richtigen Leute, es waren Bots, die einen Höllenfeuer als Torexplosion hat jetzt auch keiner. Die hatten nur Leute, die Bots waren und sonst keiner. Ganz wichtig, wir gehen hier nochmal die Herausforderung durch. Wow ist jetzt hier zum Beispiel auch als Challenge, könnt ihr ganz einfach bekommen, wenn ihr 20 Online-Spiele macht. Sonst gibt es neue Season-Belohnungen. Wir können jetzt hier durch die Dominus-Karosserie richtig viel holen. Ich habe schon mit der neuen, wie heißt die neue, der Distro, mit dem neuen Distro muss man 20 Paraden machen und 20 Tore, dann kriegt man auch nochmal viele XP. Und sonst schauen wir uns nochmal ganz kurz gemeinsam den neuen Itemshop ein. Quadrate,
Flammen Dominos Aufkleber sieht meiner Meinung nach ganz cool aus, aber werde ich niemals zocken. Hexaphase Lila ist sogar einer der coolsten Boosts, die es gibt, aber für 1200 ist es ein bisschen teuer. Toon Scratch haben wir sonst hier noch in Karmesinrot, finde ich auch leider nicht so. Aber by the way, was sagt ihr eigentlich zu meinem neuen Auto? Ich habe es ein bisschen... Ich würde super gerne jetzt den Dominus schon spielen, aber kann ich natürlich nicht durch das Update. Aber sonst, mein neues Auto mit den neuen Rädern, das ballert schon irgendwie. Mit der Lackierung ist so komplett. Ist wie ein bisschen früher Exoluierte Perle oder Anodized. Aber sonst würde ich sagen, wir öffnen jetzt hier zum Abschluss des Videos nochmal ein geheimes Item. Leute, ich würde sagen, wir machen Nose Pack draus. Jetzt passt auf, ich habe wirklich, no, ungelogen, über 100 von diesen Dingern schon geöffnet. Auf meinem ersten oder auf meinem zweiten Account. Ich habe über 100 Sales schon geöffnet. Ich habe nicht ein einziges Mal den Atomizer gezogen. Jeder schreibt mir per Insta, yo, hab Atomizer gezogen. Yo, Clash Talks, ich habe schon dreimal Atomizer gezogen. Yo, ich habe ihn schon in TV, alles. Ich habe ihn nicht einmal gezogen. Ich habe über 100 von denen geöffnet. Und so viele sagen sie mir, sie haben einen einzigen Drop aufgemacht und ziehen fucking Atomizer. Und jetzt wird es soweit sein. Das erste Mal, wo ich nicht streame und so ein Ding öffne, im Video live, werde ich jetzt Atomizer ziehen. Ganz wichtig, wir machen den Bug. Der funktioniert folgendermaßen, ihr müsst euch den Schutzhelm aufsetzen und dann müsst ihr euch dreimal drehen. 1, 2, 3, dann geht ihr auf Team Orange und dann geht ihr auf Enthüllen. Und dann machen wir jetzt No Look Nose Pack. Ist offen? Ich glaube nicht. Nochmal? Ist offen. Okay, jetzt gucken wir 3 Sekunden nicht hin. Jetzt, ich sag's euch ehrlich, ihr wird jetzt, wenn ich meine Augen aufmache, es wird ein Atomizer sein. Ihr seht es jetzt im Video alle schon. Ich öffne meine Augen, 3, 2, 1. Ich sag's, mein Account ist ein bisschen verbuggt. So, aber Leute, um nochmal das Fennec-Thema jetzt abzuschließen. Also nein, keiner von euch kann bis jetzt einen Fennec und Rocket League Sideswipe haben, weil es einfach noch nicht möglich ist, den zu ziehen. Niemand. Das Einzige, ihr seid ein Bot. Aber, ja, also keiner von euch kann in Rocket League Sideswipe einen Fennec ziehen. Genau das Gleiche gilt auch für Dueling Dragons. Keiner von euch kann Dueling Dragons bis jetzt in Rocket League Sideswipe haben. Leute, ich hoffe, dafür konnten wir das Thema ein für alle Mal klären. Und ihr braucht es nicht jedes Mal in Stream schreiben, wie, oh, Tom, kann man schon Fennec bekommen? Oder, yo, Tom, ich habe gerade einen Fennec gezogen. Weil, Jungs, das ist ein bisschen Quatsch. Man kann den gar nicht ziehen. Danke an den Bruder, der mir über Insta geschrieben hat, dass das auch noch nicht möglich ist. Und, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Klar, es ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen enttäuschend, weil viele jetzt gehofft haben, yo, jetzt kriege ich endlich heraus, wie man einen Fennec bekommt. Aber Leute, ich muss euch echt enttäuschen, es gibt keinen. Aber ich hoffe trotzdem, das Video hat euch gefallen. Lasst super, super gerne einen Daumen nach oben da. Lasst auf jeden Fall auch ein Abo da und aktiviert die Glocke, um kein geiles Rocket League Sideswipe Video mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, Freunde, haut rein und ciao. Ciao.